Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Terra Rising. Wir sind zurück hier bei der Farm des Echos, das magische Dreieck. Mr. Duri, Sashia aka Yoshimitsu und Mikandia ist auch wieder dabei nach einer kurzen Pause. Servus. Guten Abend. So, meine Freunde, ich habe hier heute meine zwei Bitches dabei und heute lassen wir mal alles krachen hier, würde ich sagen. Sattelt die Pferde, liebe Freunde. Thorsten, let's go. Thorsten, Fiona und Emma. Und Emma. Unsere Co-Darsteller heute in diesem traumhaften Film, den wir heute drehen. Ich liebe Filme mit zwei Frauen und einem Mann. Das klang jetzt ein bisschen pervers. Aber was? Ja, wir sind immer noch im Tal der Titanen hier. Wunderschön. Gefällt mir. Stopp, Jungs. Rechts. Oh ne, die Hyäne. Jetzt kommen auch noch die Hyäne wieder. Ja. Aber ich meine, zu dritt kann uns sowieso keiner mehr etwas anhaben. Wir sind jetzt so ziemlich unbesiegbar, würde ich behaupten, oder? Auf jeden Fall. Die Gegner, die fliegen ja einfach nur rum. Unwichtige Nebencharaktere. Jene, die Störer. Sashia, du bist leise. Ja, Sashia zu leise. Sashia jetzt lauter. Jetzt ja. Und auf ein neues. Ah, hier, Darmschlitzer dann. Da sind sie schon. Nächster. Mann, die sind ja schon kaputt, bis ich bei denen ankomme. Seid mal nicht so Imba, Freunde. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Jupp. Ja. Sattelt die Pferde. Moment, ich will da einer kommen. Warte, Mikandia, wir sind unterwegs. Mann, Duri, guck auf den Weg. Ey, die Hyäne, die sind so nervig, ey. Wie schnell kommen die wieder zurück? Das gibt's doch nicht. Ich glaube, die spawnen im Minutentakt hier. Was ja auch verständlich ist, wenn so viele Spieler hier unterwegs sind. So, aber jetzt. Jetzt haben wir alle, oder? Jetzt haben wir alle, ja. Aber die warte. Wir müssen weg von dem Lagerfeuer, ja, Herr D. Jetzt müssen wir wegkommen. So, adios. Ja, gehen wir zurück erstmal die Quest abgeben, oder? Denn danach geht's ja zu den Toren von Kolkeska. Wir müssen hoch zu dem Turm laufen. Oh, stimmt. Mr. Duriel, ohne Orientierung. Wie immer. Sagst du bist mir hinterhergeritten. Wie kann der, weil die einzige, wo nachgedacht hat? Es gibt zwei neue Quests. Oder eine neue und eine wiederholbare. Wiederholbare lass mal weg, ganz oder? Ohr. Yep. Ich hab kurz Zeit. Leichtsinnige Milz. Leichtsinnige Milf. Wie kann ich helfen? Für die Föderation. Yes. Freunde, super. Was siehst du, wie kann der jetzt ein guter Koordinator in der Gruppe? Weil Sashia und ich, mir blicken eh nix. Schon. Ist doch so, oder? Aber jetzt zu Sozia. Ja, Sozia ruft. Was ist denn haltet im südlichen Tal nach Otias Ausschau? Wo ist denn Süde? Wow. Was sind das für Palisade hier? Was für Palisade, hä? Palisaden, da rechts. Ach so. Das ist Holzgerüst. Weißt du, was Palisade sind? Ja, ich weiß. Aus Age of Empires. Stimmt, da könnte man ja auch Palisade und Palisade Vorposte bauen, gell? Also Außenposte und Palisadenwall und. Ja gut, die Außenposte, die war ja mit zwei, drei Schlägen kaputt. Leute, ihr seid zu weit geritten. Sozia steht außerhalb. Ja, ja, ja.
So, liebe Freunde, wer jetzt noch zweifelt, dass Mikantia nicht gut für uns ist, nach den ersten 5 Minuten nochmal schon komplett zum Gegenteil überzeugt worden. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Wieder die Darmstitzer. Es ist ungerecht. Bekämpfen. Sag mal. Nicht mein Tag heute. Die Darmstitzer? Oh, die gibt's ja hier in Hülle und Fülle. Ja, gell. Los. Das sind die Fallen. Ja, im Dorf? Im Dorf gibt's noch was. Dann erstmal alle Quests holen, würde ich sagen. Alles klar. Ja, ja. Ah, im Dorf, da gibt's auch. Hier? Was ist denn das? Das kauert ein Ding. Gerstensack, sorry. Ja, gut, nee, kein Problem. Die Säcke können wir wieder zusammen nehmen. Hab Durst. Müssen wir die jetzt beschützen, begleiten oder wie sieht das aus? Begleitet sie zu Sozia. Ja, Sozia steht doch gerade draußen, was soll denn das? Hier ist ein Gerstensack, Mr. Duriel, herkommen. Ja, 1, 2, 3. Boah, ist das synchron. Sieht klasse aus. Sehr gut, noch 3 bräuchte ich. Ja, ich auch noch. Hier. 3, viel brauchen wir insgesamt? 5. 5. Achso. Man kann auch immer. Man kann auch zwischendrin einsteigen, glaube ich. Jo. Da steht noch Furia rum, die macht auch mit. Ja, die wollte ihn wegnehmen. Die war schneller wie du. 3? Ja. Gegner. Ah ja. Attacke! Glücksschachtel, ey. Ich hab glaub schon Gefühle 20 im Inventar. Ja. Oh, ich hab 2 Achtung. Bruchstücke gekriegt. Was hast du? 2 Bruchstücke? Ja. Die Dorfbewohner müssen wir begleiten. Ich hab immer noch 6 von 10 bei den Bruchstücken. Ja, aber irgendwie läuft nur einer dir hinterher. Ja, wo sollen wir die hinbringen? Bring die mal raus zu der Sozia. Ja, ich hab die Quest angenommen, dann muss ich sie auch wieder abgeben, oder wie? Bring sie mal raus, ob das dann für uns alle zählt, wenn du die raus. Okay, ja, ich glaube schon. Ja, sehen wir ja gleich. Wo steht die? Mädle, lauf mal ein bisschen schneller. Dorfbewohner, komm. Schieb sie. Komm. Avanti. Die rennt in Zeitlupe, kann das sein? einer von 2. Wir müssen nochmal rein. Einer von 2. Aber Kugis zählt für uns alle. Perfekt. Okay, gut. Dann mache ich den Dorfbewohner und ihr killt die Dämmerschlitzer. Alles klar. Sashia. Auf geht's. Ready for takeover. Das nenne ich mal magische Dreieckarbeit in Hülle und Fülle. Ja, Teamwork. Oh, ihr habt keinen Anspruch darauf. Das muss man mir jetzt 8-mal sagen, dass ich keinen Anspruch darauf habe. Gerstensack. Okay. Alle wieder auf 3. 1, 2. Hallo, ich hab ne 3 gesagt. Schämt euch. Achtung, Dorfbewohner mit Angriffen. Oh. Aber nicht aufpasst. Egal, guck mal, wie schnell wir da Käufer haben. Ja, also er kann. Nee, die kann er glaub nicht heilen. Nee, kann die nicht. Leute, ein Gerstensack hier noch, bevor wir die rausbringen. Ja. Warte, erst mit Mikandia kurz helfen hier. Yeah. Komm her! Oh nee. Warum gehst denn du noch? Ich hab meinen Schlag daneben gesetzt. Sorry Leute, ich war nervös kurz. Aber wir können dir erst den Gerstensack hier noch, dann haben wir die ja alle. Ich hab mittlerweile alle. Oh du, okay. Gut, dann nehmen wir den noch kurz das hier. Beim Dorfbewohner lag noch einen, den habe ich kurz aufgesammelt. Alles klar. Ich brauch noch einen jetzt. Ah, da liegt einer. Dorfbewohner fertig, Gerstensack fertig. Wow. Jetzt noch ein Darmschlitzer. Kopfbedeckung, bla bla bla. Okay, dann killen wir hier noch einen, oder? Wo? Ja. Wir sind gerade wieder im Dorf drin. Im Dorf bin ich auch. Ah, ja, ich sehe euch. Im Zentrum. Wie gefällt dir das, du Wichser? Ich muss schon mal die Gegner provozieren, weißt du, wie man? Was ist das hier? Jetzt sehen wir's. Warte. Miki Andia, die chillt hier noch dahin rum. Miki Andia? Jetzt wieder. Das ist Sozia.
Wiki an dir. Wie kennt ihr? Nicht auszuhalten. Ah, oh, neue Handschuhe. Nicht sehr nice. Neue Robe. Eigentlich aber. Jetzt haben wir aber viel gekriegt gerade, oder? Was wollt ihr? Oh, noch eine Quest. Wieder so was? Lissador, findet Lissador in der Nähe von Max Kulka. Moment kurz. Erstmal Inventar kurz abchecken mit der neuen Handschuhe, oder? Yes. Sascha hat ein neues Outfit. Ich habe aber bessere Handschuhe schon an. Komisch. Ja, neues Outfit, stimmt, hast recht. Ich habe auch noch bessere Hände. Der Duril ist jetzt grau. Oh Gott! Der Duril hat fast gar nichts mehr, oder? Freunde hier, sexiest man alive. Weil das Sascha ist auch ein Ärmel verschwunden. Mikandia wieder ein neues Kleidchen bekommen. Hat sich aber nicht viel verändert bei dir, oder? Ich zoome nochmal extra nah ran. Boah, ich hab Handschuhe. Oh, krass. Krass. Passe die Handschuhe zum Kleid? Sie sind ein bisschen dunkler, glaube ich. Sag mal bei Promi Shopping Queen Oruf, ob's gut ist, oder? Zieh mal das andere an. Das passt farblich besser, aber das neue ist halt viel besser. Ja. Sag dann, wenn ihr fertig seid, Ladies, gell? Muss ja mal ein Fehlgriff landen, oder? Ajo. So, weiter geht's. Handschuhe passt auch nicht zum Kleid. Ein Weltuntergang, Freunde. Kleid kann man das ja nicht nennen, würde ich mal behaupten. Gell, Stoffreste. Du siehst ja aus wie so ein Hur. So eine gemeine Straßendirne, oder? So. So, Freunde, weiter geht es. Die Reise geht weiter. Jetzt wohin? Durch die... Von Palisade, naja, oder? Genau, da durch. Durchs Klettergerüst, genau. Komm, wir klettern drüber. Das fehlt mir, dass man im Spiel nicht irgendwo hochklettern kann oder so. Fände ich cool. Ja. Vielleicht. Meinst du, das erlernt man später noch? Ab Level 60 oder so? Ah, links. Links, Sascha, ja, links. Nee. Othias. Braucht ihr Hilfe? Level 20. Glückwunsch, Mikandia. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Vielen. Lieb von dir. Kann ich helfen? Ich glaub, zauberhafte Stimme. Das Ding sollte mal sein lassen. Umsonst. Gescheiter wär's. Wir können ja zensieren nochmal. Das gehört auf den Index. Yep. Spielt Darmschlitzer. Die Darmschlitzer, das gibt's doch nicht. Furchtbar. Panda-Warzenschwein. Ein Panda-Warzenschwein. Sind die in der Nähe gleich, oder? Recht. Die Terra-Logik ist ja, dass die Gegner alle in der Nähe sind. 1 von 6. Jetzt habe ich 8 Frankmende. Was gibt's doch nicht? Cheater! Cheater. Wie sieht's bei euch aus? Immer noch 6. Boah. Hier sind 2. Dürft ihr aufnehmen. Yeah. Warum hab ich 6. Duriel? Warum kannst du 2 aufheben und ich keins? Sieben. Nee, es sind 2 gekommen. Ja, aber Sascha hat beide aufnehmen können. Ja. Jetzt hab ich am wenigsten. Aber theoretisch müsste ich jetzt logischerweise das nächste aufnehmen dürfen. Ich glaube, das ist so, dass da jeder darf alles aufnehmen, was auf dem Boden liegt. Bei mir steht oft kein Anspruch darauf. Ja, bei echt? Mir auch. Mhm. Dann kann Sascha gerade 2 Stück aufnehmen. Ganz genau. Immer ein Stück weit unfair. Das ist schon, also für mich ist das ja, ich will nicht sagen Makulatur, aber... Makulatur, oder? Es hat ein bisschen makulaturatische Werte an sich. Ich hab noch einen hergeholt. Sehr gut. Keine Gnade. Euch wird auch keine erfahren. Glücksschachtel. Hallo? Da braucht man einen Schlüssel für so eine Glücksschachtel, oder? Mhm. Aber ich glaube, die kannst du im Terra-Shop kaufen. Habt ihr da so ein Schwein gefunden? Und hinter uns ist auch so ein Bär.
Ich erledige den Bär kurz. Okay, das ist kein Bär, das ist ein Darmschlitzer Wachposten. Magiebombe. Ey, so oft wie ich heute Nebelschlag habe ich glaube noch nie. Alter, wie du rumfetsch mich kann hier. Wie so Maschine quer. Ja, die haut übel rein, oder? Bin gerade ein bisschen deprimiert. Warum ist da Dorian? Weil ich keine Fragmente mehr hab. Ich mache hier gerade mal meinen Amoklauf. Wo muss man die dann abgeben, die Quest, immer alle? Ich glaube da in Crescentia. Crescentia. Sehen wir ja dann. Wieder so weit zurück. Sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wir leben den Tag. Carpe diem. Ja. Ich weiß, ich bin schlau. Nur du, Mr. Dorian. Lateiner, ne? Lateiner. Im Herzen bin ich ein lateinisches Wesen. Gymnasium halt. Haha. Wir gehen schon aufs Gymnasium. Kann ich gar nicht ab, sowas. So, jetzt die Warzenschweine noch. 3 Stück. Und so ein plündernder Bär brauchen wir noch. Hier ist. Oh nein! Warte, den krieg ich mir, oder? Nee, der ist schon grau. Der Name ist schon grau, das bringt nichts. Ja, gut, der ist trotzdem auf uns zugelaufen. Die Palisaden. Sieht mal wie so eingeborene Lager hier aus, aber nur komische Viecher wieder. Schweinchen dick. Schweinchen dick, komm her zu uns. Wir wollen doch nur spielen mit dir. Solche Eber gab's doch schon mal, oder? Ja, bei Holzhause, direkt vor Holzhause gab's schon so wütende Eber. Stimmt. Die Gegner wiederholen sich. Stimmt, oder? Plündernder Bär, sind das die hier? Hat jemand schon gesagt, dass es stimmt? Ja, stimmt, Mr. Dorian. Was ist das für ein Johnny da hinten, ey? Ich glaube, wir sind hier zu weit, oder? Ja, das sind keine plündernde Bären. Die brauchen wir auch noch. Lass uns erstmal hier unten aber die Wanderwarzenschweine töten. Wo sind denn die Bären? Und Darmschlitzer. Mehr brauchen wir noch. Auch noch. Ah, die Bären sind weiter unten im Süden. Alles klar. Aber wir brauchen erst noch ein Schwein, oder? Und ja, ein Darmschnitzel mehr. Darmschnitzel mehr. Ah, dahinter steht er. Ein Darmschniepusser. Hier ist er. Aber zumindest einer von zwei. Okay, der zweite ist hier auch. Dann holen wir mal her, sobald ich ihn treffen würde. Oh, ihr zieht gerade die Aggro wieder von allen auf euch, die hier in der Nähe sind. Schaffen wir. Natürlich, wir sind ja das magische Dreieck seit neuestem. Wir können da eigentlich gleich Level 60er zum Duell herausfordern. Normal schon, oder? Ich würde ihm 2 Minuten geben, ganz ehrlich. Dass wir kaputt sind, oder? Bis wir wegrennen. Wenn wir wegrennen können. So, jetzt haben wir alle Schnitzel mehr. Zumindest 2 Meter können wir wegrennen. Jetzt hast du ja, wo sind die plündernden Bären? Folgt mir. Hier immer der Frau nach, gell? Naja, ich folge deine 2 Frauen. Rechts. Hier sind sie. Okay, meine Freunde. Bärenfieber. Und ich sehe ja süß aus. Süß? Oh Leute hier. Die wollen mich. Was? Im Hintergrund haben sich ein paar angeschliche. Oh, mir wäre verfolgt. Spione, NSA. Die. Ihr habt einen Fortschritt errungen, yeah. Welchen Fortschritt? Kannst du es laufen oder was? Wie hieß der? Erste Schritte mit Sashia. Komisch, normal kriege ich da immer die Nachricht. So. 1000 Bären, ja. Eingestampft. Ich hole mal ein paar Bären her. Was du einstampfst, will ich eigentlich gar nicht wissen. Natürlich willst du es wissen. Warum sollte ich das? Leute. Alter, was geht denn? Jetzt spielt die Musik. Wie kann ja was ein Bärenführer?
Ah, ist doch alles kein Problem, oder? Boah, jetzt sind wir aber gerade an dich, Neuklasse. Ja, alle vier, oder die vier übrigen. Da ist eine. So. Ich will nicht sagen, dass wir gut sind, aber wir sind schon ein bisschen gut. Es ging gerade übel ab. Jetzt haben wir jetzt alles, wieder. Oder? Ja, alle Quests abgeben. Mal die Quest. Dann sollten wir mal die Folge beenden. Dann beenden wir sie. Nee, aber erst die, ja, genau. Erst die Quests und dann beenden. Weise gesprochen, wie kann dir. Dankeschön, Mr. Dorian. Ja, du bist doch hier der Wegführer, oder? Ne, Mikandia führt uns gerade auf. Ah ja, perfekt. Thorsten und Fiona und Emma auf dem Weg. Ist ein Löwe. Löwe, ja. Löwe! So. Jetzt gehen wir erstmal ordentlich Abgabe. Ja. Gut, es gibt gleich wieder neue Quests. Sind wir gleich gut ausgestattet für unsere nächsten Aufgaben. Kann ich helfen? Fette Beutefortschritt. Ups. Mensch, hier ist so viel los, da verklicke ich mich die ganze Zeit. Für die Föderation. Ja, ich dauernd mit irgendwelchen anderen Leuten rede. Gell, man spricht dauernd die falschen Leute an. Wie im richtigen Leben. Hilfe? Also jetzt ist man zur Ethia, Ephia, keine Ahnung. Eva, ja. Zur Eva. Ethia. So. War wieder ordentlich Action hier drin, ne? Und wie es weitergeht mit der Reise dieses unglaublichen Trios. Den drei Fragezeichen und was weiß ich, wie man uns auch nennt in Zukunft. Seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Terra Rising. Hör auf zu lachen. Ich bin Mr. Duriel und das sind die zwei komischen Frauen neben mir. Tschüss. Ciao. Ciao.